There was an old man lived at the foot of the hill. If he ain't moved away, he's a living there still, singing fi, diddle I, diddle I, fi, diddle I, diddle I day. He hitched up his hogs and went out to plow. I got around, we never knew how, singing fi, diddle I, diddle I, fi, diddle I, diddle I day. Old devil come to him to feel one day, saying, one of your family I'm gonna take away, saying, fire, diddle-I, diddle-I, fire, diddle-I, diddle-I, day. Take her on with the joy of my heart, I hope by golly you'll never part, saying, fire, diddle-I, diddle-I, fire, diddle-I, diddle-I, day. Old devil got a call to be on his back, oh Mann, nicht schon wieder Bandsalat, ich fass es nicht. Sander, geh doch mal mit der Zeit. Niemand außer dir benutzt noch Tapes im Auto. Sondern? Hashtag Bluetooth. Ich sag dir was, Hashtag I can breathe. Hashtag me too. Der war übrigens gut, aber solche Witze kannst du heutzutage gar nicht mehr bringen, Mann. Ja, stimmt schon, aber ich meine, komische Welt und alles, aber durch die ganze Pandemie ist jetzt Halloween auch gecancelt irgendwie. Und würdest du mir jetzt auch langsam mal verraten, wo wir hinfahren? Ich meine, es ist Halloween. Nee. Okay, ich fass mal zusammen. Du hast keinen Plan, wo es lang geht, du hast keine Mucke mehr am Start. Du hast Halloween gecancelt. Ey, hast du überhaupt irgendwas? Ja, guck mal, Handschuhfach nach, da müsste noch was sein. Bingo! Halloween! Halt mal dein Lenkrad. Okay, ich hab's. Kann ich eigentlich auch mal? Nee, ich will dich nicht anstecken. Corona und so, weißt du? Auch wenn ich das nicht hab. Ja. Nee. Na, zum Glück hab ich schon Corona. In Halloween Monster Pizza war scheiße! Fuck man, das Zeug haut echt rein. Ich hau dir gleich eine rein! Nein, ich meine nicht dich, ich meine, dass das gerade. Hä? Was mach ich eigentlich? Wieso rede ich eigentlich mit dir, du Scherzartikel? Verpiss dich! Was? Ach nix. Johnny, weißt du noch, als wir 2015 Halloween Monster Pizza gedreht haben? Ja, klar. Ich frag mich, was aus dem Pizzamonster geworden ist. Und das Ende war übrigens voll scheiße. Was ist los mit euch? Habt ihr noch nie ein Pizzamonster gesehen? Ich hab dir gesagt, der verträgt nichts. Aber so wenig? Ja, stimmt. Ey, wo ist er hin? Hä? Der saß doch gerade noch da. Ja, aber hä? Scheiße, Mann, was ist mit der Puppe am Kopf, Mann? Ergreift ihn! Yeah!
Vergiss es, Mann. Was? Du wolltest nicht fahren, Mann. Sonst kannst du ja nicht meinen Heldentod sterben. Ja, das war witzig. Bis aufs Ende. Damals hast du auch echt noch Aufwand betrieben. Heute hast du nicht mal mehr einen Kürbis dabei. Und ich dachte, du bist die Queen of Halloween. Steht im Drehbuch wirklich Queen? Ja, da steht's. Steht eindeutig Queen. Ich meine, du bist der Drehbuchautor. Naja, mit King und Master, da hat sich einfach nichts gereimt. Und wenn ich Queen sage, ja, so halten wenigstens die Feministin die Füße still. Aber einen Kürbiseimer habe ich... Oh, Alter! Da ist er ja. Wow, du hast jetzt das Teil? Ja, ja. Ich werde ein für alle Mal los. Ich meine, du kennst mich doch. Ich und die alten Zigeuner-Ladies mit ihren Flüchen. Sander, wir haben 2020. Du kannst sowas mit Zigeuner nicht mehr sagen. Hashtag political correctness my ass. Schon her, das Teil. Aber ich bin wenigstens froh, dass du Barbara nicht in meiner Backe hast, ey. Hashtag me too. Was wollen wir jetzt eigentlich mit deiner Ex-Freundin? Ja, die Sache ist, die hat noch was von mir. Hä, was denn? Mein Halloween-Kürbiseimer. Den brauche ich unbedingt, wenn wir später noch trick-or-treaten gehen wollen. Ich habe das Ding mal vor 7 Jahren auf so einem seltsamen Flohmarkt von so einer mysteriösen alten Zigeuner-Lady gekauft. Und die meinte dann noch, dass das Ding verflucht ist und wenn man es in seinem Besitz hat, dass man jedes Jahr an Halloween damit trick-or-treaten gehen muss. Barbara! Barbara? Hallo? Barbara? Danny, was ist hier bloß los? Barbara, ich will nur kurz hoch auf den Dachboden den Kürbiseimer holen. Kann ich mal hoch auf den Dachboden meinen Kürbiseimer holen? Also nun gehen Sie endlich in den Keller. Spielen Sie den Boss da unten. Ich will doch nicht in den Keller. Ich will auf den Dachboden. Gehst du mit runter, Junge? Ey, das ist doch die Neidaufstelle wegen Dead Laserdisc, oder? Kann das sein? Das ist richtig. Ey, die ist voll rar. Kann ich die haben? Die bleibt hier. Fassen Sie sie nicht an und alles andere bleibt auch hier. Denn wenn ich allein bleibe, dann kämpfe ich um alles, was hier ist. Das Radio und die Nahrungsmittel gehören ebenfalls dazu. Ich will auch nicht deine Nahrungsmittel, ich will nur die Laserdisc. So, dann lass uns mal Halloween feiern gehen. Alles klar, amigo. Los geht's. Trick or treat, motherfucker. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich verspüre so eine gewisse Nostalgie. Warte, das haben wir gleich. Besser? Besser. Nicht dein Ernst, Johnny. Echt nicht dein Ernst, oder? Echt nicht schon wieder das Kostüm vom Staubsaugervertreter. Sander, ich hab's dir 2017 schon gesagt. Ein Ghostbuster gibt nie auf. Ganz offensichtlich. Aber hey, in dem Kostüm gehe ich mit dir definitiv nie wieder trick-or-treaten. Warum? Erstens, weil es schon 5000 Mal in unseren anderen Filmen vorgekommen ist und zweitens endet es sowieso alles herzlos. Oh, okay, das liegt auf der Hand. Wahrscheinlich drehen die uns eh nur das Zeug von vor 3 Jahren an. Davon abgesehen checken die nicht mal unsere Kostüme. Die denken bestimmt, du bist ein Staubsaugervertreter oder sowas. Da hast du's. Wie viele Beweise brauchst du noch? Du siehst doch eindeutig, dass den Leuten Halloween nichts mehr wert ist, Mann. Ob du willst oder nicht, der beste Tag im Jahr ist Geschichte. Hast ja recht. Aber ein Ghostbuster gibt nie auf und deshalb hoffe ich nur auf das letzte Haus. Es kann ja nur noch besser werden. Ja, zeig mal her. Na, das ist ja jetzt wohl Halloween genug für dich, oder? Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Du kleine miese Ratte. Du hast nicht anders gewollt, hä? Fuck, Mann! Jetzt mal Hand aufs Herz. Musste das jetzt wirklich sein? I ain't afraid of no ghosts. Ah!
Was ist denn das für ein Geräusch? Das macht mein Auto immer. Nee. Das klingt wie... Janik! Also, ich bin high. Was ist deine Ausrede? Lass uns einfach zur nächsten Rückblende übergehen. Na gut. Sag mal, ist dein Bruder eigentlich immer so? Ach, Normalzustand bei dem. Du weißt ja, die Kids von heutzutage, die schauen nur noch auf ihr Handy, die kriegen gar nichts mehr mit. Hoffnungslos. Aber weißt du, was ich nie verstanden hab? Was denn? Wie kann es eigentlich sein, dass... Da liegt man, tu doch das! Komm schon, alter Freund, lass mich nur im Stich! Lass mich hier nicht ein! Scheiße! Ich hab da mal eine andere Frage. Wieso sterbe ich eigentlich in jedem Film? Hast du eigentlich für dieses Jahr schon einen Halloween-Kurzfilm? Nee, aber was glaubst du, warum du jetzt mit mir hier im Auto sitzt und wir mitten ins Nirgendwo fahren? Ach, war ja klar. Das wird wieder mal sauknapp. Hast du wenigstens schon eine Idee? Na, nicht wirklich, aber ich dachte, wir könnten das hier so benutzen als Film. Von daher. Sandy, du weißt aber schon, dass das hier noch gar kein richtiger Halloween-Kurzfilm ist. Jo, das stimmt. Da fehlt noch was. Was Erschreckendes. Mhm. Fahr mal ran. Na endlich! So, dann erschreck mich mal. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ganz sicher. Ganz sicher. Okay, dann pass auf. Ich bin in Wirklichkeit gar nicht Johnny. Du bist nicht Johnny. Nope. Alles klar, ich spiel mit. Wer bist du denn? Was machst du? Johnny, dein Ernst? Das soll jetzt erschreckend sein? Warte! Was ist denn mit Mindestabstand? Aber ich habe eine Maske auf. Was machst du? Ist das echt das ist echt krass drin? Ja. Yeah. Ich denke mir schon, Alter. Warum? Real shit for the movie, man. Ey, du hast mich mit dem Joint rumfahren lassen. Wirklich krass. Ja. Yeah. Idiot, Mann. Wirklich, ey. Ich hab dem Bullen erzählt, du hast so viel Sicht und Leistung. Und du bist ein Idiot. Du kannst mich doch nicht mit einem engen Dübel rumfahren lassen. Nee, heißt der? Dann zündet dich doch von dem Kopf an. So. Ja, ja, das ist nichts. Alter, Scheiße. Und dann klicken die Handschellen so, weißt du schon so. Die hauen mich so auf die Motorhaube drauf, wie in so einem Film. Ich bin auch schon nicht. Ja?